Also sie hat auch nicht gesagt, ich würde noch mal, und ich glaube, sie hatte auch da einen Grund. Sie hatte ein so im Grunde nicht schönes Leben, nein, meine Mutter. Das war einfach die Zeit, nicht? Kein tolles Leben, nicht? Und dass sie sich noch mal, Hat also sie denn ihren, also ihren Vater, die haben sie, also sie haben ihren Vater ja nur einmal erlebt, ja. aber hat ihre Mutter ihn noch mal Nein, nein, gesehen? nein, nein. Nie, wollte sie auch nicht. Ich wollte nie mit ihm zu tun haben. Es war ja so, dass sie, mein Vater, als sie schwanger war, sie war ja, er war der Chefarzt, also er war der Besitzer dieses Kurhauses, die Klinik, war er der Chef, ein junger Chef mit 33. Und also war schon sie noch ein sehr junger Arzt und verheiratet mit drei Töchtern. Und als der dann sagte, als sie schwanger war, Süditaliener, muss man ja auch, muss man dazu sagen, nicht? Das Kind müssen wir leider heimlich auf die Welt bringen. In diesem kleinen Dorf, wo er lebte, Kleinstadt, geht das nicht. Und wir werden ihn zu einer Familie geben, den Kleinen. Meine Mutter arbeitete mit ihm in der Klinik als Assistentin. Röntgenassistentin war sie. Sie hat damals, das war als Junge, also Röntgenassistentin, hatte sie die für die Agfa, diese sehr neuen Röntgenapparate in den 20er Jahren an die Kliniken gebracht und das Personal eingeweiht, nicht? In die Bedienung. Und da war sie dann so 8 Tage oder 14 Tage da jeweils, hat so einen tollen Apparat dann und so weiter. Das war ihr Job. Und so war sie in diese Klinik gekommen und dann